So, YouTube. Hallo, herzlich willkommen zu Kingdom Come Deliverance. Wir sind gerade mit dem Pfarrer beim Reden und ja, wir sollen jetzt mal ihm antworten und ich würde sagen, das tun wir auch. Was sagen wir ihm denn? Was hältst du von Hus? Die Lehren des Jan Hus, fragen wir einfach mal. Wo kann ich mehr über seine Lehren erfahren? Sie gefallen dir? Ich habe ein paar seiner Predigten abgeschrieben. Lies sie nur, sie liegen im Pfarrhaus. Ja, und ihr seht, meine Kamera leckt. Das liegt leider am Spiel zusammen mit der Elgato-Kamera zusammen. Ich weiß nicht, woran das genau liegt. Das scheint die Szene zu sein, in der wir uns gerade befinden mit dem Licht. Das Spiel ist halt auch nicht optimiert. Die Software von Elgato ist nicht optimiert. Da müssen wir, glaube ich, kurz durch. Genug vom Predigen. Was halten die Leute davon? Was halten die einfachen Leute davon? Sie mögen es. Es freut sie, dass jemand ausspricht, was sie sich nicht zu sagen trauen. Dinge, die ihnen sauer aufstoßen. Und sie rufen nach Veränderung. In einigen Jahren wird das eine große Sache. Die Leute werden sich erheben und die Kirche wird sich in ihren Grundfesten verändern. Wenn er nicht vorher auf dem Scheiterhaufen landet. Unsinn. Sie werden keinen Meister einer geachteten Universität Europas verbrennen. Was hältst du von Hus? Was hältst du von diesem Jan Hus? Hus ist gewiss weise, für meinen Geschmack aber etwas übereifrig. Wenn er hierher zu Besuch käme, würde er bestimmt aufhören, das Saufen und den Beischlaf zu verteufeln. Du willst gegen die Lasterhaftigkeit predigen. Findest du es nicht seltsam zu trinken und mit einer Frau zusammenzuleben, aber dann den Klerus wegen seiner Laster anzuprangern? Mitnichten. Da. Zufrieden? Okay, genug vom Predigen. Danke für die Predigt, aber ich denke, ich bin jetzt geläutert genug. Da. Zufrieden? Oh, es wird spät. Was hast du jetzt vor, Pater? Was hast du erwartet? Kommt Wir sind gleich. Doch zum Trinken hier. Klingt nach einem guten Plan. Ah, das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Ich wusste, du lässt mich nicht hängen. Schon wieder morgelat, to ne ustoji žádnej chlap. Na kraj padnu desnej smutek, do dnělo i ráno utek, děti v chmouře zdívaj se, do včera žil, dnesa je prach, už se jí bojí svatý muži, nechtěl bych bej v jejich kůži, nám je to jedno a tak si dáme jedno. Oh, wir liegen schon am Boden. Genug ist genug. Oh. Vogt! Komm her, na los, setz dich und trink ein mit uns. Treibt es nicht zu weit, Pater. Es dämmert bereits. Und es ist schon längst Sperrstunde. Und was jetzt? Jetzt lasse ich euch alle auspeitschen und an den Schanzstock stellen. Außerdem schreibe ich eine Beschwerde an den Bischof über euch, Pater. Dann haben wir ja nichts zu befürchten. Jeder hier weiß, dass der Einzige, der auch nur ein Wort schreiben kann, meine Wenigkeit ist. Es reicht. Männer, werft sie hier raus. Ihr seid also auf Streit aus. Heinrich, steh mir bei. Oh no. Wir müssen kämpfen. Los geht es. Hilf Pater Godwin. Trinkfestigkeit hat sich erhöht. Gegen wen müssen wir denn kämpfen? Und boxen. So, den haben wir. Oh, irgendwas trifft uns. Jawohl. Ja, Kampf, neue Stufe erreicht. Sehr schön.
Er kämpft hier noch. Liebe deinen Nächsten, du Scheißkerl. Da hinten. Wir hauen dem Vogt. Jawohl, Ruf verbessert. Vielleicht nur nicht bei den Richtigen. Würdet ihr nicht gern mal die Glocke läuten? Nichts leichter als das. Das würde ich gern. Und Heinrich sicher auch, oder? Gudwin, lass den Unsinn. Hast du den Verstand verloren? Oh, ich sehe gar nichts. Was werden die Leute sagen? Sie können sagen, was sie wollen. Das wollen sie mir schon tun. Vorsicht, Stufe, meine Lieben. Passt auf, dass... Dass ihr nicht runterfallt. Da sind wir. Was für eine Schönheit. Das können wir doch nicht machen, oder? Sagt wer? Lass es läuten, Mädel. Oh. Der Heinrich. Der Heinrich. Das macht richtig Spaß. Oh, weh. Blöder Esel. Und jetzt, meine Lieben, beginnt der Höhepunkt dieses Abends. Gut, wenn du altes Ferkel. Oh weh. Dann wollen wir mal. Der Pfarrer hat aufgesattelt. Was meinst du, Heinrich? Hast du auch Lust auf einen kleinen Ritt? Oh weh. Schahin 400 haut 100 schöne Bits raus. Danke für die Bits. Ob das Toss ist? Ich weiß es nicht. So, endlich sind wir durch die Szene durch. Hallo. Erstmal willkommen im Chat. Ja, wir mussten erstmal reden, nicht wahr? Das war jetzt eine lange Szenerie. Hallo, Pater Gudwin. Können wir mit ihm reden? Nee. Was müssen wir machen? Wir vertreiben mal die Schafe. Gewinne das Vertrauen. Okay. Also, ich muss schon sagen, das war ein herrlicher Abend. Okay, wir haben das Vertrauen erweckt. Oder zumindest so. Schahin 400 haut 100 schöne Bits raus. Da kommt's nochmal. Immer das Doppelte abspielen. Gudwin, du Esel! Aufstehen! Hörst du nicht? Wacht auf, ihr Saufköpfe! Oh, heilige Scheiße! Wo zum... Was zur... Wer zum Henker bist du denn? Heinrich. Mein guter Freund Heinrich. Hatten wir nicht einen großartigen Abend? Ja, du ganz bestimmt, du alter Lustmolch. Aber jetzt reißt du dich besser schleunigst zusammen. Du hast nicht mehr viel Zeit. Auf dem Tisch stehen Wasser und etwas zu essen. Aber an deiner Stelle würde ich meinen haarigen Arsch bewegen, bevor mich meine Herde lebendig auffrisst. Oh weh. Oh, großer Gott, mein Schädel. Oh, und mein Magen. Oh, mein armer, leidender Magen. Oh, was hat das Weib da gefaselt? Bevor mich meine Herde lebendig auffrisst? Ich hab was verpasst. Ich hab irgendwas vergessen. Wo zum Teufel bin ich? Was zum Teufel war es? Die Messe! Oh Scheiße, die blöde Messe! Ich muss die Messe halten, du musst mir helfen. Wie? Du bist hier der Pfarrer. In diesem Zustand schaffe ich das nicht. Die Liturgie vielleicht, aber die Predigt muss auch sein. Das wird ein Desaster. Die exkommunizieren mich noch. Ich würde ja gerne helfen, aber...
Genau. Du hältst die Predigt an meiner Stelle. Was? Also, zuerst untersuche ich einen Mord, den irgendwie niemand untersucht haben will. Dann bringe ich betrunken die ganze Stadt um ihren Schlaf. Und jetzt soll ich auch noch für dich deine verdammte Predigt halten? Willst du, dass sie uns beide verbrennen? Nein. Nein, ich hab's. Wir sagen, du bist Herrn Ratzigs Schützling und kommst gerade vom Studium aus Prag zurück. Du möchtest Meister Jan Hus Lehren verbreiten, den du kürzlich hast predigen hören. Heinrich, bitte. Soweit ich mich erinnere, haben wir es gestern etwas übertrieben. Und wenn sich der Vogt oder jemand anders über mich beschwert, dann reißt mir der Bischof den Kopf ab. Deshalb fände ich es sehr schön, wenn du aufhörst, mich doof anzuglotzen und anfängst zu helfen. Du bist verrückt. Absolut völlig verrückt. Bin ich nicht. Und es kann nichts schiefgehen. Das wird super. Oh. Und noch etwas. Boah. Wenn du mir hilfst, dann verrate ich dir, wer Heinz Kumpan sind. Oha, jetzt wird's interessant. Trinkfestigkeit, noch eine neue Stufe erreicht. Oh, aber ich muss sagen, das sind so die Momente, das Spiel, das waren jetzt gerade 15 Minuten hintereinander nur Geschwafel und Gemache und zwischendurch konnte ich mal 3 Schritte laufen. Das ist immer zu komprimiert, die Sachen. Und das ist noch nicht durch, nicht? Jetzt geben wir eine Antwort, dann müssen wir wieder was machen, dann geben wir wieder eine Antwort. Ich meine, an sich gut, nicht? Ist beschäftigt, aber ich würde gerne dazwischen immer mal wieder so eine Phase haben, wo ich raus kann, nicht? Nicht so 15, 20 Minuten hintereinander zugeballert werden. Das ist irgendwann auch zu viel, finde ich. Und man kann dann auch nicht mal zwischendrin ein bisschen reden und auch zum Beispiel Danke sagen an zum Beispiel Sahin. Vielen, vielen Dank nochmal für die Bits, die hier reinkamen. Weil sonst laufend irgendjemand dazwischen redet in den Zwischensequenzen. Die sind mir ein bisschen zu lang, auch wenn sie gut gemacht sind. Aber das hatten wir ja schon bei der anderen, die da, wie lang ging die? 29 Minuten? Das war einfach auch viel zu viel. Die hier war ein bisschen kürzer. Ich kann für nichts garantieren. Also gut. Aber ich kann für nichts garantieren. Ich auch nicht. Was genau soll ich also tun? Ich eröffne den Gottesdienst und stelle dich dann vor. Danach hältst du die Predigt, die du gestern in der Schenke gehört hast. Musst sie nicht in die Länge ziehen. Wenn alles gut geht, erzähle ich dir, was ich weiß. Jesus Christus. Also gut, abgemacht. Wunderbar. Dann an die Arbeit. Ich habe keine Ahnung, was wir irgendwie hatten. Kann ich noch mal irgendwo was lesen? Nee. Haben wir Hunger? Sattheit 69, ja. Komm schon, Heinrich. Wir essen mal was. Dann sind wir wenigstens halb satt. Sakra. Oh, wir schwanken aber noch deutlich. Ich kann mal kurz gucken. Wir haben ja Trinkfestigkeit erreicht. Stufe 7 inzwischen. Loses Mundwerk. Wenn du betrunken bist, erhältst du einen Bonus von 1 Punkt auf Redekunst und Charisma. Bist du verkatert, sinken die Punkte. Säufer. Die positive Wirkung von Alkohol hält doppelt so lange an, wenn du nicht bis zur Besinnungslosigkeit besäufst. Erlebst du deinen Rausch ohne negative Begleiterscheinung. Der Kater hält doppelt so lange an. Echter Slave, du wirst 50% weniger von Alkohol betrunken und verpasst weniger deines verdienten Geldes. Zudem hält dein Kater am nächsten Tag nur halb so lang an. Okay, Trinkgewohnheiten. Unter dem Einfluss von Alkohol zittern deine Hände weniger. Und der Bogen ist erhöht. In nüchternen Zustand nicht. Ah, das sind so doofe Sachen gewesen, nicht? Da warten wir lieber noch mal ab, würde ich sagen. Oh. Oh, oh. Ruf verschlechtert. Ich dachte schon, er taucht nie auf. Der Saufkopf. Schau mal, kann kaum laufen nach seinen Kapriolen von gestern Nacht. Du warst doch dabei, du Blödmann. Warte nur ab.
Schaut ihn euch an. Heilige Maria, er wird sich gleich übergeben. Wegen dem Geschrei von euch Idioten habe ich heute Nacht kein Auge zutun können. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Accepit panem in sanctas ac venerabilis manus suas. Hoc facite in meam commemorationem. Brüder und Schwestern, einige von euch hatten bereits die Ehre, Heinrich von Skalitz kennenzulernen, der auf Geheiß von Herrn Hanusch herkam, um das abscheuliche Verbrechen von Neuhof zu untersuchen. Vermutlich wisst ihr nicht, dass Heinrich kürzlich Prag besuchte und dort durch Gottes Gnade einer Predigt des Jan Hus von der hochgeschätzten Prager Universität beiwohnen durfte. Es gelang mir, Heinrich zu überreden, sich heute hier an meinen Platz zu stellen und euch Hus' Lehren näher zu bringen. Denn, wie ihr sicherlich alle wisst, ist Jan Hus ein wirklich sehr beliebter Prediger in Prag. Also, Heinrich, du darfst beginnen. Na super. Jetzt bin ich gespannt. Gespannt, wer von beiden zuerst kotzt. Und ich habe keinen Plan mehr, was er mir erzählt hat. Eine lange Predigt, eine schlichte Predigt, eine selbstbewusste Predigt beginnen. Brüder und Schwestern, lasst mich gleich zum Punkt kommen und über die Korruption der Kirche sprechen. Der Knabe ist eine Schande. Gott steht an der Spitze. Wir sind verpflichtet, lasterhaft der Pfarrer abzulehnen. Nicht der Mensch, sondern Gott herrscht über die Welt. Gleich wie es uns auferlegt ist, Pfarrern in Sachen Tugend zu gehorchen, so ist es uns auferlegt, ihnen zu trotzen, wenn sie entgegen den Geboten Gottes leben. Hörst du das, Godwin? Im barschen Ton, langsamatmig, im gemäßigten, im barschen Ton. Es ist die Korruption von Gottes Seelenhirten hier auf Erden, welche uns Unglück bescheret hat. Die Pest, Kuman, Hunger und Chaos. Der verfluchte Wohlstand, in dem sich die Kirche labt, vergiftet beinahe das gesamte Christentum. Wenn Hunde um einen Knochen streiten, so nimm den Knochen und sie werden aufhören. Gleich wie Raben, die über dieses Land kamen, um jeden Krümel Gold und Silber aufzupicken. Sie zeigen keine Gnade, denn ihre Herzen sind von Habsucht verseucht. Alles tauschen sie ein, alles steht zum Verkauf. Ihr wollt ein Kind taufen? Zahlt. Ihr wollt rauben und morden? Zahlt. Und euch wird die Absolution erteilt. Und die Prälaten sündigen und erteilen sich selbst die Absolution. Schande! Schande über sie! Über Sünde der Unzucht, über Trunkenheit, sündigen ist menschlich. Sünde der Unzucht. Und welch Sünden? Sie leben mit Dirnen und halten sich Konkubinen, obgleich nur ehelicher Verkehr zum Zwecke der Fortpflanzung rein ist. Nimmt einer ein Weib oder ein Mann, nur um seine Gelüste zu befriedigen, wer verführt sie dazu, wenn nicht Satan? Und wie ungeheuerlich, wenn dieser Mann ein Diener der Kirche ist. Ein Unzüchtiger, der das Messgewand anlegt und dann Gott sein Gesicht zuwendet. Nichts, was wir nicht eh schon wissen. Im gemäßigten Ton fortfahren. Genug von den Sünden, von denen die Prälaten so gerne predigen und deren Absolution sie euch versprechen, wenn ihr der Kirche nur genug in den Rachen werft. Was, wenn der Teufel selbst zahlte? Sagen uns die Bischöfe dann, dass auch er in den Himmel auffährt? Und was ist mit diesen Bischöfen? Sie sündigen ohne Reue und mit dem Geld, das sie den Armen für Ablassbriefe rauben, halten sie sich edle Rösser und unzählige Diener. Sie würfeln und kleiden ihre Mätressen in teure Pelze, während Christus barfüßig war und seinen Kopf nirgends hat zur Ruhe betten können. Hört auf euer Gewissen, ihr, die ihr die Armen bestehlt, denn Gott und seine Jünger sehen euch. Nieder mit den Prälaten, hinfort mit ihnen. Wir haben Glück, Pater Godwin zu haben, einen gerechten und einfachen Mann. Wie die Charaktere immer hin und her springen.
Gott sieht, was sich auf Erden zuträgt, und er ist erfüllt von rechtschaffendem Zorn, da jene, welche nach der Erlösung der Seele streben sollen, stattdessen den Mammon verehren und lohnende Ämter an sich reißen. Gesegnet seien die Hirten, die die Armut ihrer Herde teilen, die einzeln mit euch die Bürde dieser weltlichen Pilgerschaft teilen, ohne eure lässlichen Sünden zu verurteilen. Ja, Ehre sei Godwin. Lasst ihn saufen wie unser eins. Das ist alles, was ich in Prag hörte. Amen. Okay. Uff. Nächste Sequenz. Er hat gut gesprochen, wenn man mal bedenkt, was für ein Säufer er ist. Er hat recht, dieser Hus. Der junge Mann sollte nicht so viel saufen, aber reden. Gut. Ich bin froh, dass er herkam. Ich werde wohl nie nach Prag kommen und er hat es gut nacherzählt. Gut, dass wir Redekunst gelernt hatten. Alle Achtung, du hast wirklich Talent, mein Junge. Das Jawohl. Muss ich dir lassen. Und du hast mir den Arsch gerettet. Ich hätte es nicht geschafft. Ja, das habe ich bemerkt. Und da war ich nicht der Einzige. Ach, was soll's. Ich bekomme das schon wieder hin. Also, unsere Abmachung. Obwohl es eine Sünde ist. Genauso wie Völlerei. Und Unzucht auch. Gott vergibt den Büßern. Gut. Was hat dir Heinz alles erzählt? War er an jenem Tag in Neuhof? Mit wem war er dort und wo ist der Rest seiner Bande? Ganz ruhig. Allzu viel hat er mir leider nicht erzählt. Lass mich nicht hängen nach allem, was ich getan habe. Für dich. Nun, Heinz kam zu mir, kurz nachdem es passiert war. Sein Gewissen plagte ihn. Und ich muss sagen, letzten Endes erschien er mir redlicher, als ich erst dachte. Er sagte, sie wurden über einen ihrer Kumpanen angeheuert. Sie dachten, sie würden bloß ein paar Pferde stehlen. Doch dann wurde alles hässlich und Menschen wurden umgebracht. Weder er noch seine Freunde wollten so etwas Grausiges tun. Sie stritten sich mit dem Rest der Gruppe und flüchteten. Sie stritten? Ja, in den Wäldern bei Neuhof wurde eine Leiche gefunden. Das würde einiges erklären. Heinz versicherte mir ständig, dass er kein Mörder sei und das alles doch gar nicht wollte. Also dann tötete Heinz einen der Banditen und ist nun selbst tot. Problem dabei, ich muss diejenigen finden, die noch am Leben sind. Ich brauche Namen und Orte. Hat er mal was von den anderen erwähnt? Nur die Spitznamen. Er erwähnte einen Kerl namens Stinker aus Ledetschko, Pius und Timmy. Was, Pius? Klingt wie ein Heiliger, davon habe ich jetzt wirklich genug. Wieso das denn? Du wärst ein sehr guter Pfarrer. Natürlich werden wir das. Mit deinen Fähigkeiten wird es dir sicher gelingen, diesen Stinker aus Ledetschko aufzuspüren. Ich habe wohl keine Wahl, andere Hinweise gibt's nicht. Hoffentlich wurde er nicht auch an eine Wand genagelt. Hoffentlich. Ich riskiere einen Kirchenbann nur ungern für nichts. Nun denn, viel Glück und pass auf dich auf. Diese Leute meinen es offenbar ernst. Und ich würde wirklich gerne mal wieder einen mit dir heben. Ja, ich versuch's. Obwohl ich mir sicher bin, dass ich noch so eine Nacht nicht überleben würde. Ja, aber sowas. Falls jemand fragen sollte, von mir weißt du nichts. Ich werde alles abstreiten. Daran habe ich keinen Zweifel. Die Predigt. Aktualisiert. Spiel gespeichert. Uff. Okay. Also das war wirklich jetzt eine sehr lange, langatmige Geschichte. Aber wir haben den Pfarrer gerettet. Ich weiß, damals habe ich das nicht geschafft. Da ist die Predigt nach hinten losgegangen mit Fehlschlägen. Und da musste ich noch irgendwas machen. Hängen Schuh. Wo ist denn hier mal so ein Wasserbecken? Ich will mich waschen. Ich stinke doch abscheulich. Wir hatten auch kein Badehaus hier, nicht wahr? So eine große Stadt und dann hatten sie in Uschitze kein Badehaus. Haben die hier alle kein Wasserbecken? Schöner Mist. Die haben nur immer diese komischen Dinge, aber das sind keine Wasserbecken.
Da ist eins. Jawohl. Und da. Okay, wir sind sauber. Aber ich hab ja gar nichts an. Ich bin ja. Ich bin nackig. Okay, wir legen erstmal alles wieder an. So. Besser. Jetzt können wir uns nämlich auch waschen. Was ist das? Da sind nur wir, Stampf. Nee, der hieß anders, nicht? Timmy, Pius und irgendwas mit S trotzdem. So, was immer noch komisch ist, dass die Kamera ab und zu ruckelt. Haben wir noch Hunger? 91 satt. Nee. Das passt also alles. Ich würde sagen, dann haben wir U-Schütze erstmal soweit durch. Bogenschießen? Ja, da bauen wir erst wieder einen Bogen. Wir sollen nach Ledetschko zurück. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Fahren wir über Talmberg vielleicht? Da wäre ein Badehaus. Ah, wir müssen ja eh das... Ja, wir müssen ja noch das Ding finden. Dieses... Tier. Hier müssen wir nämlich hin. Stimmt. Wartet mal. Welche Aufgabe war denn das? Ruheloser. Das ausgebüxte Pferd. Wird gar nicht mehr angezeigt. Ja, das ist schlecht. Okay. Wir müssen auf jeden Fall nach Süden. Und warte mal. Hier ist ja ein Questgeber. Vielleicht reden wir nochmal mit ihm. Vielleicht kann er... Ja, sorry. Uns noch eine Aufgabe geben, bevor wir wegreiten. Nicht wahr? Gott sei mit dir. Gehen hier irgendwelche verdächtigen Dinge vor? Allerdings. Oha. Gerade gestern Abend war Pater Godwin hier und hat wegen dem Kräuterweib Gertrude Gift und Galle gespuckt. Den kümmern solche Kleinigkeiten sonst nie. Okay. Mach's gut. Also doch nochmal mit dem Pater reden, wegen dem Kräuterweib. Wir sind doch nicht vollständig gesund durch die Prügelei. Ah, hier wäre noch ein Trog gewesen. Ist er noch in der Kirche? Und dann ist er da hinten im Pfarrhaus sicher. Tür ist auf jeden Fall offen. Hallo. 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 Ah, jetzt. Hast du Arbeit für mich? Gibt es etwas für mich zu tun? Mich plagen so viele Sorgen, dass ein weiteres Paar Schultern, um sie zu stemmen, höchst willkommen wäre. Ich soll mich um eine Hexe kümmern. Eine Hexe? Die alte Gertrude. Dem verkommenen Kräuterweib ist nichts heilig. Wie allen Kräuterkundigen, was das betrifft. Ah, lass mich raten. Die Kühe geben Blut statt Milch und Säuglinge kommen mit zwei Köpfen und Schwanz zur Welt. Mumpitz. Gertrude ist nicht des Teufels, hat aber ganz eigene Ideen, was den Leuten hilft. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, sie stiftet Uschitzer Weiber zur Hexerei an. Was ist das Problem? Und was ist das Problem? Solange Kräuterweiber den Leuten und ihren blähsüchtigen Kühen Arznei geben, beim Gebären helfen oder Weihrauch überm Bett schwenken, nichts. Aber das ist Frevel und gefährlich. Schimmel, Flechten und weiß Gott was wandern in so ein Gemisch. Ich könnte es nicht ertragen, wenn sie so irgendein leichtgläubiges Mädchen vergiftet. Okay, was soll ich tun? Was erwartest du von mir? Such sie auf und finde heraus, was sie im Schilde führt. Sie fürchtet die Kirche, also sag ihr, ich habe dich geschickt. Das wird sie zum Reden bringen. Und ihr vielleicht diesen Unsinn austreiben. Falls sie den Leuten wirklich Flausen in den Kopf setzt, gehe dem nach und kümmere dich darum. Ich helfe gern. So gut wie erledigt.
Gut. Und keine Sorge, ich zahle stets meine Schulden. Du findest Gertrude, dieses alte Kräuterweib, in den Wäldern. Gott sei mit dir. So. Spiegelspeicher, sehr schön. Das ist das Gertrude, ist das Kräuterweib bei Ledetschko? Nee, bei Uschitze, Jagdgebiet. Wo waren die? Die war auf so einem Hügel. Wir sind da durch Zufall hingerannt. Eigentlich interessiert mich der Hof hier am meisten gerade. Ah, hier war das Kräuterweib, nicht? Hier hinten drin. Weil wir müssen jetzt nach Süden. Okay, erstmal nach Süden das Pferd finden. Dann zum Kräuterweib. Okay, vielleicht sollte ich nicht hier lang. Wir bleiben auf dem Weg mit dem Pferd. Und gespeichert wurde ja auch. Oh, jetzt haben wir einen fetten Kater. Wenn jetzt wieder Banditen im Wald sind, haben wir ein kleines Problem. Oh. Und wir haben keinen Bogen. Wir haben also so oder so ein Problem. Aber vielleicht kriegen wir bei Banditen einen Bogen. Ist das der Weg oder der daneben? Was der daneben? Okay, wir müssen auf dem Weg da hinten. Und da müssen wir irgendwo dieses Apfelschimmelpferd finden. Was sich versteckt hat. Wir waren ja gestern ständig Banditen. Wieder. Was willst du? Mach lieber die Fliege, bevor dir noch was zustößt. Wer bist du denn? Was haben wir denn da? Unterhalte! Ein Bandit! Okay. Jetzt haben wir eine blutige Axt. Haben wir einen neuen Bogen bekommen? Der hatte doch einen Bogen dabei. Jawohl! Wir haben wieder einen vernünftigen Bogen. Oh, sehr gut. Oh, sehr, 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 sehr gut. Eibenbogen. 47. Der kumanische 72. Ja, mit dem können wir halt nicht umgehen. Das ist so die Frage. Da waren ja noch mehr. Sind das alles Banditen? Oh, da liegen Tote, nicht? Oh, Wächter. Was ist hier los? Ich sehe halt niemanden, nur den da hinten. Was ist hier los? Hey, wer ist da? Irgendwie ein bisschen verbuggt immer sowas. Was ist das? Wer ist da? Ich meine, er steht alleine, nicht wahr? Hey, wer ist da? Ist er ein Bandit oder nicht? Was?
Was sagt man dazu? Das. Oha. Das wird eine Freude. Kann er mal bitte die Waffe ziehen? Er zieht seine Waffe die ganze Zeit nicht. Das macht mich immer irre. Stärke. Okay, ich guck mal, was ich für Sachen dabei hab. Nix, nicht? Ah, shit. Musst du jetzt weinen? Aua. Okay. Gut getroffen. Boah, yeah. Kann ich... Ah, shit. Tot. Komm und hol's dir. Du wirst leiden. Jawohl. Was ist los? Komm schon. Oh, shit. Ah. Schade. Das sind zu... Die sind echt stark, die Banditen, nicht wahr? Ah, wir haben ja gespeichert da oben. Aber warum ständig auf diesem Weg 5 oder 6 Banditen lauern und wir da aber genau diesen Apfelschimmel halt finden müssen, ist halt ein bisschen scheiße. Hey. Oh Mann, Junge. Das ist auch ein super Speicherpunkt. Hallo. Was zum? Meine Fresse. Deswegen sind, wenn man eigene Speicherpunkte anlegen kann, das ein bisschen besser, nicht? Dann speichert das Spiel nicht an so bescheuerten Stellen ab. Aber ich habe geguckt, diese Speichermod zu installieren, ist halt echt ein Problem. Jetzt haben wir natürlich den Bogen nicht mehr. Aber ich hätte zurückreiten müssen, dann hätte ich schlafen müssen, um zu speichern, nicht? Ah, das ist halt wirklich... Und ich dachte nicht, dass der zweite so gut ist, nachdem der erste halt so ein Weichei war. Aber das war anscheinend der Anführer. Ungünstig. Ich liebe auch, wie das Spiel einfach auf meine Eingaben reagiert. Ich drücke die ganze Zeit springen und das Pferd macht einfach geradeaus laufen. Ob ich... Jetzt spring's mal. Also... Das ist genau wie, ich habe Waffe ziehen gedrückt. Er zieht die Waffe nicht. Ich drücke Waffe ziehen. Er zieht die Waffe nicht. Ich drücke Waffe ziehen. Er lässt sich zweimal treffen. Dann zieht er die Waffe. Ja, zieh die doch gleich, wenn ich drücke. Also so ein bisschen... Auch wenn er getroffen wird, dass meine Aktion nicht abgebrochen wird, sondern dass er dann, wenn er kann, zieht oder so. So eine Sachen müssen im zweiten Teil unbedingt verbessert werden. Oh, ist das jetzt der Weg? Ja, das ist der richtige Weg. Angriff! Megakarto, Corny! Ah, wen greifen die an? Mich? Alle? Nee. Wir gucken einfach. Wenn nicht, reiten wir wieder hier hin. So, wer bist du? Kubane. Bitte, aber heute mal. Keine Gnade. So. Ah, der hat auch nur einen Kommandobogen. Also an der Stelle spawnen immer welche. Okay. Gut zu wissen.
Noch ein Kumane. Oh, was liegt hier? Ein Falchion. Jetzt bin ich überladen. Wo sind die Händler, frage ich mich nur. Da haben wir es jetzt mal geschafft hier. Aber im Wald ist auch noch ein Spawnpoint, nicht? Für Diebe. Ist halt ein bisschen bescheuert. Okay, aber nichts zählt als geklaut. Das ist schon mal gut. In die Satteltasche. Was haben wir denn hier, was schwer ist? Den Kaftan können wir ihm geben. Den Helm können wir ihm geben. Die Kettenhaube. Die Armschienen. Die Tunika. Oh, Reiterstiefel. Unsere haben nicht so viel. Ich riste die mal aus. Oh. Können wir alles in die Pferdetasche packen? Ist natürlich gut. Können wir auch da den Fachion dahin packen? Den Kumanbogen, der ist nicht so gut. Den brauchen wir nicht. Eine Räucherwurst. Haben wir Hunger? Ne, wir sind recht satt. Wir lassen mal die Axt gezogen hier. Da hinten sind sie. Habt ihr ihn erwischt? Wenn ja, wo liegt er rum? Schade. Aber vielleicht sehen wir das Pferd hier. Wir sollen ja auf den Reiterwegen bleiben. Ich hätte gedacht, das ist vielleicht da am Wasser. Ups. Okay, ich kann auch nicht pfeifen, während ich auf dem Pferd bin. Das ist natürlich so eine kleine Exploit-Stelle, nicht? Wenn da immer Banditen kommen, kann ich jetzt verkaufen gehen, dann kann ich wieder dahin reiten, dann kommen wieder Banditen. Ich meine, ein Pferd dürfte auch auffallen hier. Blöd ist halt, wenn die uns eine Falle stellen und wir vom Pferd fallen. Sowas ist immer ganz übel in dem Spiel. Mal gucken, wo er lang reitet. Ich dachte, da ist gerade jemand gewesen, aber war nur ein Blatt. Ah, hier waren wir auch. Hier sind wir schon zu weit weg, oder?
Mann, so weit wird er nicht abgehauen sein. Wenn man wenigstens so ein Gebiet hätte, nicht? Wo gesagt wird, in dem Bereich könnte das Pferd sein, wäre das auf jeden Fall ein bisschen hilfreicher. Da ist ein Lager, oder? Wilderer. Ich steig nicht ab. Da kommen wir irgendwann mal wieder. Hier ist doch noch ein Reitweg. Hat er gesagt, das bleibt auf den Reitwegen. Wer sind Sie? Wanderer. Wahrscheinlich bin ich schon 5-mal vorbeigeritten. Ich habe halt nur Angst, dass ich irgendwelche Banditen übersehe, nicht? Das macht mir viel mehr Sorgen. Okay, das war anscheinend kein Reitweg. Oder dass man so Spuren lesen kann oder irgendwas. Hier ist es auf jeden Fall nicht. Ja, jetzt sind wir hier einmal durch, nicht? Also auf der Seite haben wir es nicht gesehen. Das heißt, könnte noch hier sein. Hier waren wir auch schon, hier war es nicht. Ich vermute ja, es ist eher hier auf dem Weg. Aber habe ich es halt auch nicht gesehen. Ja. Bisschen blöd. Jetzt wäre der Triggerpoint dann. Mal keine Banditen. Sehr schön. An der Hütte haben wir es auch nicht gesehen. Ich würde sagen, wir gucken nach dem Pferd in der nächsten Folge weiter.